Ein vollautomatisiertes Gebäude oder eine großzügige Fitness- und Wellnessanlage im eigenen Einfamilienhaus. Ehrlich gesagt, wenn ich sowas höre, dann denke ich vor allem an Energieverschwendung. Ich muss allerdings zugeben, dass ich ein blutiger Laie bin. Wenn bei mir der Wasserhahn tropft, dann muss ich bereits den Sanitär anrufen. Vielleicht ist ja alles ganz anders. Vielleicht sind vollautomatische Gebäude oder innovative neue Fitnessgeräte sogar ein Beitrag, um Energie zu sparen. Fakt ist, ein Haus braucht Energie. Und wenn es darum geht, den Energiebedarf zu senken, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 des Bundes, dann müssen eben unsere technischen Anlagen in den Häusern, die Heizungen, die sanitären Anlagen und eben auch der Wellnessbereich effizienter und umweltfreundlicher werden. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Zukunftslabor Haus. Mein Name ist Jean-Doury Vinzenz. Ich werde durch diese Veranstaltung führen. Swisstech, das ist der Verband der Gebäudetechnikunternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein. Also das ist der Verband der Heizungsfirmen, Sanitärfirmen, Spenglereien, Lüftungsfirmen. Seit 125 Jahren kümmert sich dieser Verband um die Interessen der Branche. Im Jubiläumsjahr möchte man aber nicht in erster Linie zurück, sondern in die Zukunft blicken. Eben auf die Herausforderungen der Gegenwart, zum Beispiel die Herausforderungen, die das Energiesparen oder die Steigerung der Energieeffizienz mit sich bringen. Was wird konkret getan? Wie stellen sich Kinder und Jugendliche das Haus der Zukunft vor? Was hat die Wissenschaft, was hat die Branche zu bieten? Darum geht es in dieser heutigen Veranstaltung, und zwar in Präsentationen, in Filmbeiträgen und auch in einem Podiumsgespräch. Und die Veranstaltung eröffnet wird sie natürlich vom einen der Gastgeber, nämlich vom Zentralpräsidenten von Swisstech, von Herrn Daniel Huser. Er spricht zu Ihnen ganz dem Vorsatz entsprechend eben nicht zurück, vor allem zurückzuschauen im Jubiläumsjahr, sondern in die Zukunft zu schauen. In diesem Sinne heißt er Sie herzlich willkommen in der Zukunft. Bitte, Daniel Huser. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Athena, ich freue mich, Sie ebenfalls als Präsident Swisstech, dem schweizerischen liechtensteinischen Branchenverband mit über 3.400 Mitgliedern in den Berufen Gebäudehülle, Spengler, Heizung, Lüftung und Sanitär zur heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Swisstech feiert das 125-jährige Verbandsjubiläum mit dem Blick in die Zukunft. Wir schauen nach vorne auf die Generationen und die Herausforderungen, die kommen. Jede Entscheidung, die wir politisch, planerisch und in der Umsetzung treffen, hat weitreichende Konsequenzen. Oft sind die Lösungen heute noch zu wenig auf langfristige Wirksamkeit ausgerichtet. Dem wirkt Swisstech auch im Jubiläumsjahr entgegen, unter anderem mit der Partnerschaft mit Nest, dem Zukunftslabor auf dem EMPA-Gelände. Dank dem Engagement im Rahmen des Swisstech-Jubiläumsjahr entsteht ein Wellness- und Fitness-Unit, die komplett aus erneuerbaren Energien betrieben werden kann. Dr. Peter Richner, stellvertretender Direktor der EMPA, wird Ihnen Einblick geben in das spannende Projekt. Wir feiern die Zukunft. Die Veranstaltung heute ist gewissermaßen der Auftakt ins Jubiläumsjahr. Sie fanden auf Ihrem Stuhl ein Kuvert, ein Vorgeschenk oder ein Geschenk an Sie, das Sie gerne weiter verschenken dürfen. Im Kuvert befindet sich die Jubiläumspublikation von Swisstech
Abenteuerhaus. Wir haben bewusst auf eine klassische Festschrift verzichtet und richten uns mit dem reich illustrierten Heft an Kinder und Jugendliche. Unsere Zukunft ist das. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und freue mich auf eine spannende Veranstaltung. Ja, Herr Huser, erlauben Sie mir doch schnell eine Frage. Sie haben diese Festschrift, die eben keine Festschrift sein möchte, erwähnt. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche. Was versprechen Sie sich eigentlich genau davon? Möchten Sie damit vor allem Ihr Nachwuchsproblem lösen? Ja, das Ziel ist natürlich unter anderem auch das. Aber wir wollen mit dieser Festschrift sensibilisieren. Wir wollen alle Beteiligten, die Jungen sensibilisieren, zum Beispiel Athena, oder dann die Lehrer, die Eltern hier, dass in der Gebäudetechnikbranche die Zukunft liegt. Das ist das eine. Und natürlich ist das Ziel, wir wollen unsere Fachkräfte für die Zukunft mit diesem Riesenpotenzial, welches wir haben, natürlich auch nachhaltig sichern. Man hört ja immer wieder in Ihrer Branche, dass man ein bisschen Mühe hat, Lehrlinge zu finden. Wie schlimm ist es wirklich? Ich denke, aus meiner persönlichen Sicht als Gebäudetechniker-Unternehmer in der Spenglerei Flachdach Sanitär haben wir nicht das Problem, die Menge zu erhalten, aber die Qualität, das ist eigentlich das Problem. Da machen wir sehr viel in unserem Verband. Wir haben die Selektionskriterien und nachher ist die Betreuung in unseren Betrieben, wo wir auch sehen, dass wir dies optimieren in die Zukunft, damit wir wirklich die Qualität sichern können. Sie sind also optimistisch. Vielen Dank, Daniel Huser. Danke, merci. Zukunftslabor Haus, dieser Titel ist durchaus doppeldeutig. Eine Baustelle ist im Grunde genommen immer ein bisschen auch ein Labor. Da werden zum Teil neue Technologien ausprobiert. Aber in Dübendorf bei der EMPA, da entsteht im Moment, Sie haben es bereits gehört, ein Haus. Das Haus ist gleichzeitig ein Labor. Es ist eben das Projekt Nest der EMPA. Es wird im Haus gleichzeitig gewohnt, gearbeitet, gewellnessed, wenn es denn soweit ist. Und gleichzeitig werden neue Technologien ausprobiert in diesem Haus. Was genau geplant ist in diesem Haus, das, glaube ich, in Teilen im Mai eröffnet wird, die ersten Teile, das sagt Ihnen nun Peter Richner, ist der stellvertretende Direktor der EMPA. In Nest, da wird Forschung in Echtzeit betrieben. Bitte, Peter Richner. Herzlichen Dank. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Besten Dank für die nette Einführung, vor allem auch für die Einladung, hier ein Referat zu halten zu diesem Thema Forschung in Echtzeit. Ich möchte zuerst ein wenig erklären, wieso machen wir das überhaupt? Was sind die Grundlagen? Und es geht ganz klar um Klima- und Energiepolitik schlussendlich. Wie wir versuchen, zu der Lösung beizutragen, indem wir diese Forschungs- und Technologietransferplattformen entwickeln. Und das ist nicht nur Wohnen und Arbeiten, da gehört auch die Mobilität dazu, da gehört das Wasser dazu, was wir mit unserem Schwesterinstitut der EAWAG anschauen und die Energie generell. Beginnen wir mit der Ausgangslage. Wie sieht das jetzt wirklich aus mit CO2? Das ist eine Grafik, die zeigt, wie sich die globale CO2-Konzentration entwickelt hat seit den 50er Jahren. Das war ursprünglich mal etwa bei 275 ppm. Man hat dann Mitte der 50er Jahre mit den Messungen begonnen. Da war man schon bei mehr als 300. Das ist raufgegangen bis 1973, erster Ölschock. Im 1997 wurde das Kyoto-Protokoll erstellt. Das wurde 2005 in Kraft gesetzt und da sind wir heute. Also viele Diskussionen, viele politische Absichtserklärungen. Faktisch geht es nur in eine Richtung, es geht nach oben. Und das hat Konsequenzen. Es wird wärmer. Das ist eine Darstellung der Abweichung der mittleren Temperatur in der Schweiz gegenüber dem langjährigen Mittelwert zwischen 1960 und 1990. Und das Jahr 2015, das ist hier nicht mal drauf. Aber es ist, glaube ich, relativ einfach zu sehen, es wird röter und röter, es wird auch bei uns wärmer. Es hat sehr viel mit der Art von Energie zu tun, die wir konsumieren. Sie sehen in der Schweiz, 2/3 sind fossile Energieträger, das ist Öl und Gas. Dann haben wir die Kernkraftwerke, Wasserkraft und Biomasse, ähnliche Dinge. Was dann als nächstes passiert ist,
11. März 2011, Fukushima, hat es diesen Unfall gegeben und die Konklusion ist eigentlich die, Switzerland is too small to fail. Wir können uns als dieses ganz kleinräumige Land eine derartige Katastrophe überhaupt nicht ändern. Zeichnen Sie um irgendeines unserer Nuklearkraftwerke einen Kreis von 40 Kilometern und das ist so typischerweise die Evakuationsgrenze, und dann sehen Sie, was passieren würde. Basierend darauf hat man gesagt, okay, man steigt aus der Kernenergie im Bereich 2019 bis 2034. Wir müssen eigentlich diesen Anteil massiv reduzieren aus zwei Gründen. Das eine ist Klima, CO2, das andere, diese Energieformen, die werden zu 100% importiert und nicht zwingend aus Gegenden dieser Welt, die durch politische Stabilität glänzen. Und wir sind einfach davon abhängig. Basierend auf dieser Ausgangslage wurde eine Energiestrategie 2050 formuliert, die ist momentan in Diskussion im Parlament und die hat ein paar Kernpunkte. Man möchte den durchschnittlichen Energiebedarf pro Person reduzieren, bis 2020 etwa um 16%. Referenzjahr hier ist immer 2000, bis 2035 43%. Im Moment sind wir etwa bei minus 14% pro Person. Absolut, weil wir ein Bevölkerungswachstum hatten in dieser Zeit, gegenüber 2000 sind es nur minus 2,5%. Strom möchte man um 3% runterkommen pro Person bis 2020 und 13 bis 2035. Im Moment sind wir bei plus 1,7, absolut sogar plus 14,9. Und bezüglich CO2 bis 2030 möchte man das um 50% reduzieren, davon 30% in der Schweiz, der Rest im Ausland. Im Moment sind wir etwa bei minus 17. Es bewegt sich etwas, aber wir sind längst nicht dort, wo wir hinwollen. Und ein Weg, diese Ziele zu erreichen, das ist Innovation. Jetzt würden Sie sagen, ja, das ist etwas einfach. Meine Damen und Herren, mit Innovation können Sie die Welt verändern. Und zwar schnell und massiv. Ganz triviales Beispiel, das ist ein Bild der Amtseinführung von Papst Benedikt im Jahr 2005. Dasselbe Bild, 8 Jahre später, Franziskus. Sehen Sie den Unterschied, was passiert ist? In 8 Jahren haben wir aufgehört, die Welt mit unseren Augen zu betrachten, sondern wir schauen durch einen kleinen Bildschirm. Ob wir das jetzt besonders schlau finden oder nicht, ist eine andere Frage. Da, zwischen diesen zwei Bildern liegen 8 Jahre. Das ist die Innovation, was die bewirken kann. Es geht um diesen Kuchen. Wir brauchen gut 40% der Energie für Gebäude, etwa 30% für die Mobilität. Der Rest ist die Industrie und deshalb adressieren wir primär die Fragen der Gebäude und der Mobilität und entwickeln solche Forschungs- und Technologietransferplattformen in diesen Bereichen Mobilität, Wohnen, Arbeiten. Wir machen das auf dem Campus in Dübendorf und die Idee ist wirklich, wir haben in der Forschung sehr viele Ideen, neue Dinge, die wir entwickelt haben im Labor, aber die sind nicht reif genug und zuverlässig genug, damit sie der Markt aufnehmen würde und dann verlieren wir unendlich viel Zeit dazwischen. Und diese Lücke, die müssen wir irgendwie schließen können und schließen wollen wir sie, indem wir Wirtschaft und Forschung zusammenbringen, indem wir es auch unter lebensechten Umständen anschauen, evaluieren, weiterentwickeln, nicht in einer sterilen Laboratmosphäre. Wir können auch größere Risiken eingehen, das heißt, wenn etwas mal nicht funktioniert, dann ist das zwar nicht toll, aber wir können etwas daraus lernen, es besser machen und mit einer neuen Lösung kommen. Und dann müssen wir natürlich diese Nachricht nach außen weitertragen. Das ist das Areal von EMPA und EAWAG in Dübendorf, da arbeiten 1000 Leute auf diesem Perimeter und da installieren wir diese Plattformen. Die erste ist eine Mobilitätsplattform, die heißt MOVE. Da geht es konkret darum, dass wir diese fluktuierende erneuerbare Energie, vor allem Photovoltaikstrom, eigentlich in die Mobilität umleiten wollen. Das heißt, nachhaltige Treibstoffe aus erneuerbaren Energien herstellen, indem wir beispielsweise mit Überschussstrom Wasserstoff herstellen. Den können wir direkt für ein Brennstoffzellenauto brauchen. Wir können den Wasserstoff dem Erdgas zumischen und Gasmotoren betreiben. Oder wir können aus Wasserstoff plus CO2 sogar Erdgas wieder direkt herstellen. Alternative Antriebssysteme, all diese differenzierten Möglichkeiten. Es gibt nicht nur Benzin und Diesel und natürlich auch intelligente Flottenlösungen. All das schauen wir hier drin an. Dann
Der nächste ist Nest, das ist jetzt das Zentrum des Vortrags. Da geht es darum, was können wir im Gebäudebereich machen. Und unsere Vision ist hier wirklich nachhaltige Technologien entwickeln, die in den Markt rüberbringen und zu zeigen, dass es funktioniert und diese Lücke sehr schnell zu schließen. Jetzt, wie funktioniert Nest? Das kann man am einfachsten an diesem Film zeigen. Das ist das Areal in Dübendorf. Und Sie sehen hier, das ist Nest, das besteht aus einem Kern und großen auskragenden Platten. Auf diesen Platten, die sind erschlossen über Türen, kann man jetzt einzelne Einheiten, Wohn- oder Büroeinheiten aufbauen. Die sind dann auch verbunden mit dem Energiesystem. Sie sehen hier so beispielhaft die Möglichkeit, mit vorfabrizierten Hohlkastenelementen eine nachträgliche Aufstockung eines bestehenden Gebäudes zu machen. In diesen Hohlkastenelementen ist eine Küche drin oder das Treppenhaus oder das Badzimmer. Damit können Sie eigentlich urbane Verdichtung fördern. Das könnte so eine Wohneinheit sein. Eine andere Einheit adressiert wieder etwas anderes. Im ersten Stock werden wir vor allem Büros haben. Zweiter und drittes OG sind Wohneinheiten. Ganz wichtig ist jetzt, wenn wir in dieses Gebäude reinzoomen, das ist der Unterschied zu unseren Labors. Wir werden da drin Leute haben, die arbeiten und wohnen und die mit diesen neuen Lösungen konfrontiert werden, die diese ausprobieren werden, die einem Stresstest unterziehen werden und entsprechend eben Feedback geben. Und wir wissen gerade, wenn es um Gebäude und Energie geht, das Gebäude ist für den Nutzer da und nicht umgekehrt. Deshalb müssen wir in unserer Forschung den Nutzer drin haben. Diese Units, die einzelnen, die werden wir 5, 6, 7 Jahre betreiben, bis wir das gelernt haben, was wir lernen können. Dann wird die Unit zurückgebaut und wird ersetzt durch eine neue Unit, die wieder ein anderes Thema aufnimmt. Also in dem Sinn ist natürlich Nest eigentlich der Traum jedes Bauunternehmens. Das ist eine Baustelle, die nie fertig wird, oder? Das ist ein permanenter Wandel, das erneuert sich laufend. So sieht es im Moment aus. Der Backbone ist kurz vor der Vollendung. Wir werden die Eröffnung am 23. Mai machen. Und ganz wichtig, das ist ja nicht ein EMPA-Projekt, das ist ein Projekt, das wir mit ganz vielen Partnern machen. Da gibt es Leute aus der Forschung, aus dem ETH-Bereich, den Universitäten, Fachhochschulen und dann aber sehr viele Industriepartner. Wir wollen wirklich dieses Versprechen einlösen, Forschung und Wirtschaft zusammenbringen. Ich habe gesagt, jede Unit hat ein bestimmtes Thema. Wir nehmen gewisse Themen aus der Aktualität. Das kann sein Leichtbau oder adaptive Fassaden. Und in diesem Schnittpunkt machen wir eine Unit, die dieses Thema adressiert. Oder eines ist dann eben Büro der Zukunft etc. Die Units, die jetzt konkret in Planung sind, die erste heißt Meet to Create. Das ist eigentlich so quasi das Büro der Zukunft. Sie sehen auch hier immer eingeblendet, wer die Partner sind. Das ist immer eine Kombination aus Leuten aus der Forschung, hier vor allem die Hochschule Luzern und dann verschiedenen Industriepartnern. Wir hatten diese Woche Spatenstich. Die Unit ist jetzt im Bau. Das ist die erste, die im Entstehen ist. Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Geschichte für uns alle nach diesem langen Weg, den wir zusammen gegangen sind. Typische Dinge, die es beispielsweise in dieser Unit gibt, ist die Frage, wie kann man bei Teams, die nicht alle am selben Ort lokalisiert sind, die Zusammenarbeit verbessern, ohne gleichzeitig, dass alle immer auf der Autobahn und in der SBB sitzen. Das heißt, die Mobilität auch zu reduzieren, aber die Produktivität hochzukriegen. Da ist dann durchaus eben auch eine Swisscom beispielsweise als Industriepartner interessiert, wie kann man da neue Lösungen entwickeln. Daneben gibt es natürlich Themen Stromverbrauch im Büro, Klima, individuelles Klima, weil jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse, wie sein Arbeitsplatz genau sein sollte. All das gibt es da drin auch. Eine zweite Unit, Vision Wood, geht es primär um Holzinnovationen. Wie können wir Holz modifizieren und ihm neue Eigenschaften vermitteln, nebst dem vorfabrizierten modularen Bauen, das da auch dazu kommt. Also beispielsweise haben bei uns Leute einen Weg gefunden, dass man Holz wasserabstoßend machen kann, und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern als Balkmaterial. Das Ganze, das kann man auch wieder aufsägen, das ist innen, die Schnittfläche ist hydrophob. Damit kann man es plötzlich im Nassbereich brauchen. Das hat ästhetisch unglaubliches Potenzial. Natürlich immer noch im Außenbereich, was können wir tun, dass das Holz so natürlich bleibt, wie es ist, wie wir es eigentlich gern anschauen. Oder man kann auch, Ingo Burgert von der ETH Zürich hat ein Verfahren gemacht, er kann Holz magnetisch machen. Das gibt in der Küche ganz lustige Anwendungen, die man sich da vorstellen kann. Und jetzt, und das ist natürlich im Moment
die Unity hier im Zentrum steht, Solaris Fitness und Wellness, wo Swisstech unser Hauptpartner ist und eigentlich das überhaupt erst ermöglicht hat, dass so eine Unit entstehen kann. Architektonisch, planerisch kommt das von Peter Transfeld. Er ist verantwortlich für die Architektur. Was ist die Fragestellung? Eigentlich, wir wollen Lebensqualität von der Sonne bieten. Wir wissen, Fitness und Wellness boomt in der Schweiz, das ist ganz klar so. Und vor allem der Wellnessbereich hat einen ziemlichen Energiebedarf. Und das ist natürlich ein wenig im Widerspruch zu dem, was wir mit der Energiestrategie erreichen wollen. Aber ich sage, Strategien, die die Leute bezüglich Komfort beschränken, haben sicher keine Zukunft in der Schweiz. Wir müssen diesen Komfort effizient und erneuerbar liefern. Das ist das Ziel. Also, wir wollen diese Solare Fitness und Wellness Unit nicht mit fossilen Energie, sondern mit erneuerbarer Energie betreiben. Wir wollen da ganz moderne Technologien aus der Haustechnikbranche ganz unterschiedlich neue entwickeln, aber auch nur schon geschickt miteinander kombinieren und so eigentlich da einen Schritt vorwärts machen. Und für die Leute auf dem Areal ist es natürlich auch attraktiv, für ihre eigene Lebensqualität oder Gesundheit da etwas zu tun. Also das ist ein Querschnitt durch die Unit. Sie sehen einerseits hier den Querschnitt, das Rote, das ist so eine Wellness-Einheit. Da gibt es drei davon, Sie sehen das links, das sind im Prinzip wie Eier, die sind über kleine Brücken erschlossen vor den Garderoben her. Jede hat dann ihr eigenes Klima, das werde ich nachher noch zeigen. Es gibt im Erdgeschoss einen Fitness-Teil, dann gibt es Garderoben, auf dem Dach natürlich Photovoltaiks und thermische Solarkollektoren, was da alles dazugehört. Wenn wir das 100% erneuerbar machen wollen und auch nicht einfach Strom verheizen wollen, müssen wir eine neue Lösung haben. Und das, die Grundidee ist hier, dass man sagt, man nimmt eine CO2-Wärmepumpe und betreibt damit oder bringt damit eigentlich die Wärme für Sauna, Biosauna und Dampfbad. Und diese Wärmepumpe ist eben in der Lage, von unserem Niedertemperaturnetz, das irgendwo bei etwa 10 Grad ist, auf 130 hochzugehen. Und mit dieser Wärme, die nutzen wir dann in einer Kaskade in diesen drei verschiedenen Wellnessbereichen, die auf unterschiedlichen Temperaturniveaus betrieben werden, so dass wir eigentlich dieselbe Wärme mehrmals nutzen können und nur schon dadurch einen großen Energieeinsparungsteil haben. Wir können das schlussendlich dann bis zum Duschwasser oder zur reinen Raumheizung noch nutzen. Für das Dampfbad brauchen wir natürlich Wasserdampf. Das ist klar, den wollen wir nicht einfach erzeugen, indem wir Wasser aufkochen, sondern den wir auf einem bestimmten Temperaturniveau halt auch durch Luft einblasen in dieses heiße Wasser für das Dampfbad bei 80 Grad 90% relative Luftfeuchtigkeit bringen können oder für die Biosauna dann noch bei 60. Auch das wieder in einer Kaskadennutzung. Und ganz wichtig, in diesen einzelnen Eiern wird eine bedarfsgerechte CO2-gesteuerte Luftaustausch stattfinden, sodass wir nicht zu viel lüften, weil diese Luft ist sehr warm, ist feuchtigkeitsbewahrt, die ist sehr energieintensiv, das müssen wir auf das Minimum runterbringen und wir wollen auch die Feuchte zurückgewinnen, auch damit können wir die Gesamteffizienz massiv verbessern. Dann gibt es in dieser Unit noch ganz andere, viele kleinere Dinge. Also wir werden da den Swiss Eco Tap haben, das ist ein Wasserhahn, an dem Sie Ihre Hände waschen können. Sie brauchen noch 10% des Wassers im Vergleich zu einem konventionellen und das funktioniert. Wir haben schon solche Pilotinstallationen. Dann eben wieder das hydrophobierte Holz, sodass wir ein Holzwaschbecken haben. Die Julia-Dusche ist da selbstverständlich drin mit der Wärmerückgewinnung. Regenwasser für Toiletten, das ist schon fast Standard. Urinseparierung, das ist ein Thema der Reha-WAG, auf das komme ich nachher nochmals. Und auf der Nordfassade der Unit werden wir eine Vierfachverglasung haben. Damit kommen wir im Winterhalbjahr auf einen U-Wert effektiv, der auch die solaren Gewinne mit einbezieht von 0,16 und das ist schon extrem tief. Länger fit bleiben, das gilt sowieso in einer älter werdenden Gesellschaft sowieso. Wir werden Geräte haben, die Strom produzieren, nicht jetzt, weil das unser Stromproblem lösen würde. Es geht eigentlich eher darum, den Leuten zu zeigen, wie lange sie auf so einem Fitnessgerät sein müssen, um überhaupt nur mal 5 Kilowattstunden Strom zu produzieren. Es ist erstaunlich lange. Also man muss auch ein Gefühl für Energie irgendwo vermitteln können. Es soll auch ein motivierender Anreiz sein und schlussendlich geht es auch um intelligente Vernetzung, solche Dinge. Wir werden aber auch sozialwissenschaftliche Forschung betreiben.
Wir gehen davon aus, wenn diese drei Wellness-Einheiten sehr gut funktionieren, dann werden wir ein wenig ein Kapazitätsproblem haben auf einem Campus mit 1000 Leuten. Weil schlussendlich so eine Unica, also ein Wellness-Ei, kann etwa 3 bis 4 Leute aufnehmen. Also müssen wir uns überlegen, wie wir dann den Zugang regeln. Und der Anreiz ist eigentlich, dass wir so quasi sagen, wir entwickeln so ein System, das dann einen bevorzugten Zugang zu diesen Wellnesszonen ermöglicht. Und Kriterien können sein Leistungen, die jemand im Fitnessbereich gebracht hat. Es kann auch sein die CO2-Bilanz seines Verkehrsmittels, das er braucht, um zur Arbeit zu kommen. Oder wie viele vegetarische Menüs er in der Kantine nimmt statt Fleisch, weil das ist ein riesiger Energieunterschied, der da drin ist. Oder wenn jemand sehr gute Vorschläge gemacht hat, um den Energiebedarf auf unserem Campus zu reduzieren und wir das umsetzen können, dann soll er dafür eigentlich beispielsweise in dieser Art und Weise etwas zurückbekommen. Auch das gehört da dazu. Eine andere Einheit, Hilo, die wird von der ETH Zürich getrieben. Da geht es um Ultraleichtbau. Das ist dieses doppelt gekrümmte Dach. Das wird eine etwa 4 cm dicke Betonkonstruktion sein, die aber extrem intelligent geschaltet wird, so dass wir das auch heute bezahlen können. Heinz Isler hat solche Dinge in den 50er Jahren gemacht. Autobahnraststätte Deitingen können wir heute nicht mehr machen, weil wir die Schallung nicht bezahlen können. Und es geht um adaptive Gebäudetechnik. Nur ein Beispiel, das wird eine zweistöckige Einheit sein. Die Zwischendecke werden solche vorfabrizierten Betonelemente sein, die effektiv nur noch etwa 30% Material Beton brauchen im Vergleich zu einer konventionellen Decke, die wird vorfabriziert sein. Die ist ideal geeignet, um auch Lüftung, Kühlung, Heizung, all diese Dinge gerade mit reinzubringen und hat trotzdem die Funktion, die es braucht. Die Idee ist einerseits die Versteifung über diese Rippen und dann ist es eine ganz leichte Bogenkonstruktion, die es erlaubt, die notwendigen statischen Eigenschaften zu bringen. Die Pipeline für die Units sieht im Moment so aus, ich habe die ersten erklärt, was kommen wird. In den Jahren 17, 18 ist eine Unit Urban Mining, das heißt eine Wohneinheit, wo das ganze Material eigentlich aus bestehenden Stoffströmen geholt wird, also nicht primäre Baumaterialien, sondern alles sekundäre Materialien. Das Ganze wird so gebaut, dass es auch ideal zurückgebaut werden kann. Dann wird es eine neue Unit Solace geben von der EPFL, wo es darum geht, Energienutzung in der Fassade, optimale Tageslichtnutzung, aber auch diese sag ich mal, Flexibilität, Wohnen, Arbeiten zu erhöhen. Kann ich ein Wohnzimmer sehr einfach in ein Büro umwandeln und wieder retour oder sogar ein Schlafzimmer? Welches Potenzial haben wir da? AL steht für Ambient Assisted Living, also wie müssen Wohneinheiten aussehen in einer älter werdenden Bevölkerung, die es den Leuten erlaubt, möglichst lange in ihren eigenen 4 Wänden wohnen zu können, mit minimalster Unterstützung von außen. Und digitale Fabrikation wird eine Unit sein, wo man natürlich erstens mal BIM von A bis Z durchzieht, sehr viel vorfabriziert, aber faktisch auch auf der Baustelle Roboter haben wird, die gewisse Arbeiten ausführen können. Die kommt aus einem NCCR der ETH Zürich und anderer Forschungsinstitutionen raus. Und weitere Themen werden sicher folgen. Diese beiden Demonstratoren, die sind verbunden. Und zwar einerseits über einen Water Hub, der ist natürlich primär im Wohnbereich aktiv, aber auch über einen Energy Hub. Das gehört auch dazu. Wir wollen die Probleme nicht auf dem sag ich mal, Perimeter des einzelnen Gebäudes lösen, sondern man muss das vernetzt anschauen und man muss vor allem eben die Mobilität und das Wohnen zusammenbringen. Und der Energy Hub, da geht es darum, diesen Energiefluss innerhalb all dieser Plattformen zu optimieren, sicherzustellen, dass wir einen maximalen Teil der lokal gewonnenen erneuerbaren Energie auch lokal nutzen können. Wir wollen da Technologien für die Erzeugung, Umwandlung und die Speicherung von diesen Energien und vor allem erneuerbaren Energien entwickeln, optimieren und ganz generell Energieforschung und Produktentwicklung machen. Was es als Komponenten da alles gibt, es wird
Temperaturnetze auf drei Niveaus geben, niedermittel hoch. Es gibt dann Wärmepumpen, es gibt Erdsonden, es gibt ein Energienetzwerk, Eisspeicher, wir werden Batterien haben, Supercaps, wir werden auch als, nicht nur mit Wasser als Wärmeträger arbeiten, sondern auch mit superkritischem CO2 als Alternative, um zu schauen, wie sich das verhält. Das werden wir nie alles parallel miteinander laufen lassen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ein Baukasten, aus dem man so ein lokales Energienetz zusammenbauen kann, schaut, was passt zusammen und wie interagiert das. Ein Beispiel hier, optimiertes Energiemanagement auf Stufe Quartier, also die saisonale Speicherung sowohl von Wärme wie auch von Strom, dann diese Optimierung auf dem Stufe Quartier und nicht auf Stufe Einzelgebäude, sondern Quartier und Nest ist im Prinzip nichts anderes als ein gestapeltes Quartier und auch die Weiterentwicklung von Komponenten. Der Water Hub, und das ist das Thema natürlich der EAWAG, die sich um Wasserforschung kümmert, da geht es darum, Mehrfachnutzung von Wasser und Abwasser vorwärts zu bringen. Wenn Sie vielleicht sagen, ist das wirklich ein großes Thema in der Schweiz? Ich kann nur sagen, ich wohne in einer Region, wo wir im November von der Gemeinde eine Information bekommen haben, wir sollten etwas vorsichtiger mit dem Wasserkonsum umgehen. Habe ich so noch nie erlebt, aber es könnte auch bei uns ab und zu etwas knapp werden. Dann Entwicklung neuer innovativer Abwasserbehandlungs- und Separationsmethoden, Regenwasser und rezykliertes Wasser wiederverwenden, Wertstoffgewinnung aus diesen Abwässern, insbesondere aus dem Urin, deshalb auch das, und dann Energiegewinnung aus Grau- und Schwarzwasser. Ein Beispiel, und das wird dann wieder verortet sein, sehr stark in dieser solaren Fitness und Wellness, eben einerseits diese Ecotab-Geschichte, da muss man auch sicherstellen, dass das hygienisch einwandfrei ist, dann das Urin spezial sammeln, aufbereiten, die Wertstoffe daraus filtern und weiter benutzen und ganz generell Wasseraufbereitung. So arbeiten all diese Plattformen zusammen und tragen eigentlich bei zu diesen Zielen, die wir uns sowohl in der Klimapolitik wie in der Energiepolitik gesetzt haben und wo man das dann eben eins zu eins sieht, wo es realitätsnahe entwickelt, validiert und erprobt wird. In dem Sinn ist unsere Vision, können wir sagen, wir wollen mehr Komfort und Sicherheit in unserem täglichen Leben bei gleichzeitig, und das ist wichtig, reduziertem ökonomischen und ökologischen Ressourcenbedarf. Das muss der Anspruch sein, dort wollen wir hin. Es geht nicht darum, dass wir sagen, du darfst das nicht mehr und jenes nicht mehr und überhaupt dieses kostet 20 Mal mehr. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir müssen hier eine gute Lösung finden und das wollen wir erreichen, indem wir exzellente Forschung mit enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft kombinieren, weil die Wirtschaft ist die, die es in die Realität umsetzt, nicht die Forscher. Wir machen Prototypen, schreiben dann vielleicht noch ein wissenschaftliches Paper, aber die Wirtschaft muss diese Ideen aufnehmen können und im Technologietransfer das aufnehmen und dann in die Realität umsetzen. Und dann haben wir eine Chance. Und jetzt kann man sagen, okay, das tönt jetzt vielleicht etwas abstrakt und trocken, und deshalb habe ich in meinem Büro eine kleine Karte und die schaue ich sicher einmal pro Woche an. Und ich habe diese Karte schon lange, aber sie passt wunderbar zum Motto von Swisstech und auch zum nächsten Beitrag. Es ist nämlich ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Er hat gesagt, wir erben diese Welt nicht von unseren Vorfahren, wir leihen sie von unseren Kindern. Mit dem möchte ich schließen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter Rechner. Wir werden uns nachher noch gleich sprechen, wenn Sie später am Podium teilnehmen. Vielen Dank. Die Forschung und ihre Partner, wir haben es gesehen, sind also ganz konkret daran, in der Gegenwart an der Zukunft zu arbeiten. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und lassen wir die Forscher, Hausbewohner, Bauherren und hoffentlich auch Gebäudetechniker der Zukunft zu Wort kommen. Wir hören jetzt in einem Filmbeitrag Erstklässler aus der Gemeinde Stetten im Kanton Schaffhausen und sie sprechen über ihre Wohnträume in der Zukunft. Fuß von der Zukunft.
so bin, in der Wüste wohne. Ich möchte in Städten wohnen. Und ich in Amerika. Ah. Ich habe so ein Haus gemalt. Eigentlich ist es ein Turm. Da ist der Kopf vom Dino-Haus. Hier habe ich ein Dachgarten. Da sind zwei. Und da ist der Lift, was man kann. Da ist Zimmer und da ist einfach die Städte. Da ist der Turnhalle. Dann habe ich hier noch einen Sportraum. A bike which you can do on the roof, so it would give energy to the whole house. Da ist die Überwachungskamera. Und das ist der Motor, dass das Haus fliegen kann. Da ist die Ballzone. Da ist ein größeres Gerät. Und hier kann man auf die Wasserrutsche gehen. Da ist der Balkon und der Pool. Ah! Ich soll es nicht. Ein Metallhaus. Ein Pyramidenhaus aus Glas, wo noch Sand drauf hat. Die Maschine, die alles für mich macht. Ein Kampfroboter-Status. Kühlschrank. Ja, das ist das Wichtigste. Ein riesiges Trampolin. Oh, das Witz. Ja, das ist auch wichtig. Ein Roboter, der das Zimmer aufräumt. Ja, den hätte ich auch gern. Der Fernseher? Nein, der ist nicht wichtig. Ja, wir haben alles. Ja, wir haben beide etwas von dem erzählt. Das ist doch echt nicht schlimm. Wir haben das erzählt, oder? Ja. Wir haben das erzählt. Ist deine Zeichnung vom Zukunftsfilm schon fertig? Die wird nie fertig. Weil ich habe immer neue Ideen. Ja, was auf jeden Fall klar wird, die Ansprüche an den Komfort, die werden auch in Zukunft sicherlich nicht kleiner. Ich selber erinnere mich, ich habe immer geträumt von einem Haus, das im Wasser ist und zum Beispiel im Meer, von wo ich Fische und alles beobachten kann. Es freut mich, dass ich Ihnen jetzt die jüngste Referentin der Veranstaltung ansagen darf. Es ist eine junge Dame im Vergleich zu den Kindern, die wir jetzt gerade gesehen haben. Athena Giuliani, sie wohnt in Zürich, geht in die 6. Klasse. Und sie hat sich für uns Gedanken gemacht, ebenfalls über das Haus der Zukunft. Athena Giuliani, bitte. Das Haus der Zukunft. Als allererstes will ich einmal sagen, dass ich es fast nicht glauben kann, wie weit wir gegangen sind. Es ist eigentlich nicht mehr ganz normal. Stellt euch das mal bitte vor. Vor etwa 20.000 Jahren oder sogar weniger lebten die Menschen wie Tiere heutzutage. In Höhlen, im Freien, an der Kälte. Heute aber leben ca. 40% aller Menschen in schönen Häusern mit Heizungen, Wasser, Elektrizität und alles drum und dran. Aber ist das auch wirklich gut für uns? Diese unnötige Umweltverschmutzung? Die meisten von uns denken sehr wahrscheinlich, wieso soll denn genau nur ich damit mit der Umweltverschmutzung und dem Ressourcenverbrauch vorsichtig sein? Es nützt doch nichts, wenn nur ich damit aufpasse. Der Rest tut dies ja auch nicht. Diese Überlegung ist falsch. Aber ich glaube, jeder hat das schon einmal gedacht. Aber auch wenn wir das denken, könnte man das trotzdem respektieren. Jeder einzelne Mensch, der dies befolgt, hilft mit. Aber jetzt will ich endlich zum Haus der Zukunft kommen. Mein allergrößter Wunsch ist, dass die Häuser in etwa 100 Jahren wieder umweltfreundlicher werden. Natürlich könnte es auch das totale Gegenteil werden, aber dazu werde ich mich später noch äußern. Unsere Elektrizität könnten wir nur noch aus Wasser, Luft und Sonnenlicht gewinnen. Damit meine ich ohne Atom- und Kohlenkraftwerke, wenn dies möglich wäre. Vielleicht finden Forscher auch eine Art Naturbatterie, die man zum Beispiel aus einem Baum oder einer Pflanze bekommt. Alles ist möglich.
Man könnte mehr und größere Pavillons bauen. Es würde weniger kosten und es wäre fast gleich wie ein Haus aus Beton. Man müsste nur was tun, damit sie ein bisschen stabiler werden, um größere Gebäude bauen zu können. Einem normalen Haus aus Beton müsste diese auch nicht unbedingt ähneln. Eine gute Idee wäre doch auch, in jedem Haus einen Elektrizität- und Wasserverbrauchkontrolleur einzubauen. In jedem Haus dürfte man fast gleich viel verbrauchen. Es würde dann darauf ankommen, wie viele Personen im Haus oder in der Wohnung wohnen. Wenn man dann mehr verbrauchen würde, könnte man den Rest des Tages kein warmes Wasser und keine Elektrizität mehr brauchen. Wenn man bereits schon 90% verbraucht hätte, würde zuerst noch ein Alarm losspringen. Würde dieser Kontrolleur aber wiederum auch zu viel Elektrizität verbrauchen, würde dies auch nichts nützen. Am besten wäre es einfach, wenn er mit einer harmlosen Batterie oder einfach mit Sonnenlicht funktionieren würde. Wir könnten mehr Hochhäuser bauen, um Platz zu sparen. Wieso könnten diese nicht einfach aus Holz bestehen? Und genau das finde ich auch sehr spannend, denn vor einigen Tagen habe ich Tagesschau gesehen und da ging es auch gerade um diesen Punkt. Um sicher vor einem Brand zu sein, könnte man eine Art umweltfreundlicher, brandsichere Lack drauf lackieren. Auf keinen Fall dürfte im Lack Chemie sein und wenn dies sein müsste, dann nur ganz wenig. Da müssten sich die Materialingenieure noch etwas Kluges ausdenken. Das totale Gegenteil. Es könnte aber natürlich auch sein, dass das Haus der Zukunft einen riesengroßen Unterschied hat zu dem Haus, welches ich eben beschrieben habe. Vielleicht gehen wir noch weiter und erfinden Roboterhäuser, in denen alles per Knopfdruck geschieht. Diese Häuser könnten sich sogar bewegen. Man müsste sich kein teures Grundstück kaufen. Wir müssten nicht mehr putzen oder aufräumen. Dies würde das Haus selber tun. Das Licht würde ausgehen, wenn wir einen Raum verlassen würden und angehen, wenn wir es betreten würden. Im Haus würden überall verschiedene Roboter sein, die alles für uns erledigen. Einen Schlüssel bräuchten man auch nicht mehr. Nur einen geheimen Code könnten wir benutzen. Aber wie das Haus der Zukunft in Wirklichkeit aussehen wird, weiß niemand. Vielleicht eher ein umweltfreundliches Haus oder das totale Gegenteil. Oder vielleicht sogar eine Mischung. Liebe Gertschneider, vielen Dank. Athena, ich glaube, du hast diesen Aufsatz, den du vorgelesen hast, hast du in der Schule geschrieben. Ja, genau. Hoffen wir, dass sich die Gebäudetechniker und Architekten und Ingenieure etwas inspirieren lassen von deinen Ideen. Aber erlaube mir trotzdem noch die Frage, du hast ja vom Verbrauch und vom Sparen auch gesprochen. Ja. Heute, was machst du? Wo achtest du auf den Stromverbrauch zum Beispiel? Also wenn es draußen hell ist, dann mache ich das Licht in meinem Zimmer nicht an, weil es wäre ja unnötig. Oder beim Duschen auch nicht so lange, ja, damit man nicht so viel verbraucht. Du hast Ideen gehabt, wie die Häuser der Zukunft aussehen könnten. Was du aber nicht verraten hast, ist, wo du denn später einmal, wenn du größer bist, gerne wohnen würdest. Wie würde dein Haus aussehen, deine Wohnung? Also ich würde gerne an einem See wohnen und das Haus hätte große Fenster, damit man nicht zu viel Licht verbrauchen müsste, also Elektrizität und so. Und ja, ich weiß auch noch nicht so ganz genau. Ich danke dir herzlich, dass du deine Ideen uns hier präsentiert hast. Vielen Dank, Athena. Ihnen. Auf Wiedersehen. So, und über das, was wir jetzt gehört haben und über die Ideen der Jugend, das möchten wir jetzt besprechen. Wir haben Gäste für ein Podium eingeladen und ich bitte Sie jetzt bitte, nach oben zu kommen.
Zoe von uns. Ja, ich stelle doch Ihnen gerade die Teilnehmer unseres Podiums vor. Kommen Sie doch gerade hierhin. Auf meiner Linken sehen Sie Daniela Glor. Sie ist, Herr Richter, vielleicht gerade da. Gerade, sie ist ein bisschen klein. Ja, genau. Entschuldigung, Daniela Glor, sie ist, wie sagt man, Meistersanitärmonteurin. Sie ist Geschäftsführerin eines eigenen Unternehmens, eines Familienunternehmens für Heizungen und Sanitär, richtig? Genau. Und zwar in Worp, ein Familienunternehmen. Sie sind etwa 12 Personen. Richtig. Herrn Richner muss ich Ihnen nicht mehr näher vorstellen, denn haben Sie vorher gehört zum Thema Nest, der EMPA, stellvertretende EMPA-Direktor. Ganz außen Stefan Gadosch, Architekt, Mitinhaber eines Architekturbüros, Gadosch und Zimmermann und vor allem Präsident des SEA, des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins. Herzlich willkommen. Und auf der ganz außen auf dieser Seite hat es eine kleine Änderung gegeben. Entgegen der Ankündigung ist hier nicht Daniel Wirth von Wellness Konzept. Er musste aus privaten Gründen absagen, aber wir haben sofort einen Ersatz gefunden, und zwar Herrn Matthias Sulzer. Er ist Ingenieur, er führt ein Gebäudetechnikunternehmen in Natters, die Lauber Ivisa gehört, zusammen mit anderen Firmen, von denen Sie auch Mitinhaber sind, zu der Inretis Holding, und Sie haben ungefähr 600 Mitarbeiter. Sie machen Gebäudetechnik, Heizungen, aber auch zum Beispiel Schwimmbäder, glaube ich. Genau. Ja, wir haben Erstklässler gehört, die fantasiert haben, etwas verrückte Ideen vielleicht auch gehabt haben über das Haus der Zukunft. Wir haben Athena Giuliani gehört, die etwas konkreter war. Herr Gadosch, Sie als Architekt, haben Sie diese Ideen etwas inspiriert? Auf jeden Fall. Also das Dinosaurierhaus werde ich mitnehmen, mit dem Lift im Bein. Nein, im Ernst, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben schon in der Volksschule möglichst früh schon übers Wohnen, über Gebäude nachdenkt. Das finde ich ganz entscheidend. Ich mag mich erinnern, als ich in der ersten Klasse war, habe ich ein Dach rund gezeichnet. Und damals hat mir der Lehrer gesagt, das geht nicht, ein Haus ist so. Und der hat mich so lange gequält, bis ich das Haus so gezeichnet habe. Ich bin sehr froh, dass die Kinder heute sehr viel freier sind. Da darf man ein Dinosaurierhaus bauen. Und ich glaube, diese Kreativität muss man hinüberretten ins Erwachsenenleben. Genau, Sie sind vielleicht deshalb Architekt geworden, weil man Sie... Hat sicher auch was damit zu tun. Aber Sie sagen das Stichwort, wie verrückt, wie viel Utopist oder Träumer muss man sein jetzt als Architekt? Oder muss man sich vor allem am Machbaren orientieren? Nein, also man muss so verrückt sein wie möglich, weil die Realität holt einem früh genug ein. Also die Gesetzgebung, die Limiten, die auf alle Seiten gesetzt werden, die kommen früh genug. Also wenn man schon adaptiert daherkommt, dann ist die Kreativität an einem kleinen Ort zu Hause. Vielleicht diese Frage auch an Herrn Richner. Sie haben ja einen klaren Auftrag, haben Sie uns vorher gesagt, zu Energie sparen, energieeffizienter werden. Aber es ist doch auch ein Projekt, was Sie uns gezeigt haben, dass man vielleicht so ein bisschen verrückt finden kann. Wie wichtig ist es auch auf Ihrer Seite, dass man eben nicht nur wissenschaftlich dran geht, sondern dass man ein bisschen Utopie und Träumerei auch noch dabei hat? Ja, ich glaube, Forschung hat immer dieses Element. Wenn man nicht da wirklich spekulative Dinge drin hat, dann wird es langweilig sein. Das ist ganz klar. Also wir müssen ja diesen Mut haben, und deshalb werden ja auch schlussendlich die Forschungsinstitutionen durch die Gesellschaft finanziert, dass sie solche neue Ideen kreieren, mit dem Wissen, dass es auch einen gewissen Teil dieser Ideen geben wird, der nicht funktioniert. Das gehört dazu. Das andere ist ganz klar, ich glaube, ein nachhaltiges Gebäude wird nur ein Gebäude sein, das den Leuten auch gefällt. Also dieser Teil, und deshalb muss man die Architektur auch dazu nehmen, es muss so sein, dass die Leute müssen das wollen und nicht nehmen müssen. Oder? Und deshalb ist es natürlich ein sehr komplexes Ding, dass es geht um Ästhetik, es geht um Benutzung, es geht um Technologie, und das muss man irgendwie geschickt kombinieren können. Bleiben wir noch beim Träumen und bei der Utopie. Herr Sulzer, Sie sind eben Unternehmer. Wie wichtig ist das? Das muss ja schlussendlich muss es sich rechnen. Wie wichtig ist es bei Ihnen, dass Sie noch ein bisschen Träumerei und ein bisschen Verrücktheit drin haben? Also für den Unternehmer ist es ja entscheidend, dass er ja Ideen und Visionen hat. Wir sind aber auch sehr stark angewiesen auf die Forschung.
Vor allem im Bau sind wir auf die Forschung und auf die Demonstration angewiesen, weil ja Bauen sehr kapitalintensiv ist. Das heißt, der Bauherr oder auch der Unternehmer ist schon ein wenig mal risikoscheu, weil es geht um sehr viel Geld, wenn ich baue, und das sollte dann noch 40 Jahre lang hinhalten. Und da sind wir doch sehr froh, dass genau solche Aktionen und solche Programme gestartet werden, wo man in einem geschützten Raum, bevor wir schon das richtig rausrollen, etwas probieren können, um das Risiko dann runterzunehmen, dass wir als Unternehmer dann auch diese Themen aufnehmen können und in die Branche bringen und zum Bau herbringen können. Also mit anderen Worten, Sie sind jetzt zwar ein Unternehmer, der auch sehr innovativ mit innovativen Lösungen versucht, sich zu profilieren, aber trotzdem sagen Sie, eigentlich braucht es ein vom Bund unterstütztes Forschungsinstitut wie die EMPA, um wirklich Innovationen zu erreichen. Die Unternehmer schaffen das nicht alleine. Die ist eine heikle Hier Frage, war ein klares wie Sie Jahr geplant. Nein. Es braucht eben beides, aber Ihre Formulierung mit dem Unterstützen. Ich glaube, Forschung wird nicht unterstützt, in Forschung wird investiert. Und ist es richtig, dass der Unternehmer in Forschung investieren muss? Dann hat er aber eine proprietäre Geschichte. Das kriegt dann nur der Unternehmer. Aber wenn ich Forschung mache für die ganze Gesellschaft, dass ganz viele Unternehmungen profitieren können und das breiter wird, eine größere Wirkung erzielt, ist es eine Investition der Gesellschaft. Es ist also nicht eine Unterstützung, sondern es ist eine Investition, die die Gesellschaft in die Forschung macht. Aber der Unternehmer muss das natürlich auch noch etwas investieren, dass er es dann auch wirklich rauskriegt zum Bauherr. Frau Glohr, Sie sind so eine der Leute, die an der Front sind. Sie machen vor allem Sanierungen. Wenn Sie jetzt dieses Projekt gesehen haben, Nest vorhin, sieht schon ein bisschen verrückt aus. Schauen Sie das mit Interesse an oder haben Sie das Gefühl, das hat demnächst auch einen Einfluss auf Ihre eigene Arbeit? Also absolut ist das mit Interesse anzuschauen. Auch in der Sanierung müssen wir was für die Zukunft tun. Energiesparen ist auch bei Sanierungen ein Thema. Und ich denke durchaus, dass diese Errungenschaften, welche wir aus dem Projekt ziehen, auch in die Sanierung einfließen werden. Sachen wie Grauwasser oder Regenwasser, also ich weiß nicht, so wahnsinnig appetitlich sieht das nicht aus zum Beispiel. Ja, appetitlich wollen das die vielleicht Leute? Nicht. Ich denke, wenn man die Leute sensibilisiert, ja. Oftmals wissen die Leute gar nicht, Regenwasser kann für eine WC-Spülung gebraucht werden, man kann Waschmaschinen damit betreiben. Die Gesellschaft weiß darüber zu wenig. Wir haben es angetönt, es braucht so ein, Sie haben es angetönt, Herr Sulte, es braucht so ein bisschen die Forschung, die hilft für neue Lösungen. Wir haben jetzt diese verschiedenen Projekte gesehen, die da ausprobiert werden. Herr Gadosch, was braucht es aus Ihrer Sicht, damit Dinge, die wir vorhin im Projekt Nest gesehen haben, wirklich auch einmal im Markt funktionieren? Also ich glaube, genau diese Forschungsarbeit führt dazu, dass sie über lang oder kurz sehr erfolgreich am Markt vertrieben werden können. Ich bin unglaublich froh über diese Initiative. Die gibt nämlich genau die Chance, dass man nicht am lebendigen Objekt experimentiert, also dass man rausgeht mit Systemen, die noch nicht funktionieren oder nicht restlos funktionieren. Da kann man wirklich das Risiko, die Risikogrenze ein bisschen ausloten, und wenn man die überschreitet oder wenn es dann nicht funktioniert, dann sind nicht ganze Gebäude nicht funktionstauglich, sondern dann ist das immer noch Laborcharakter. Also ich bin überzeugt, dass da ganz viel Innovation rauskommt und dass uns das... Was hat Ihnen gefallen? Also mir gefällt alles, also die ganze, nein, also das ist nicht übertrieben. Ich glaube, wir haben die Verantwortung als bauende Menschen, uns muss das alles faszinieren, uns muss das alles gefallen. Am liebsten würde ich heute ein Haus bauen, das alles schon drin hat, aber eben, es muss sich zuerst auch bewähren. Herr Rechner, Sie haben uns ja von dieser Wellness Unit berichtet, das sieht sehr interessant aus, auch Ressourcen können gespart werden, Energie kann gespart werden. Jetzt, was glauben Sie jetzt, öffentliche Wellness-Center, sehen die schon bald so aus oder ist das noch ein weiter Weg? Wie nah an der Realität sind Sie mit Ihrem Projekt? Also für mich der Tatbeweis bei der
Solaren Fitness und Wellness Unit ist, dass wir nicht nur Swisstech als Hauptpartner haben, sondern dass wir in einem Teilprojekt den Migros Genossenschaftsbund jetzt als Partner haben. Weil Migros ist einer der größten Ersteller von Wellnesszentren in der Schweiz. Die haben schon sehr viel und die haben einen ziemlich ambitiösen Plan, wie viele neue Zentren sie in den nächsten Jahren noch eröffnen wollen. Und sie sagen klar, wir möchten das nicht mit der bisherigen Technologie machen, sondern wir wollen etwas Besseres. Und ich glaube, das zeigt auch die Chance von Nest. Wir haben Leute vom NTB Books, von Rapperswil, von der EMPA, die neuen Technologien entwickelt. Wir haben Swisstech als der Industrieverbandvertreter, der diese Art von Technologien schlussendlich im Markt verbaut. Und wir haben mit Migros jemand, der es bestellen wird. Oder? Und damit haben wir eigentlich die ganze Kette, die Sie brauchen, um diese Innovation in den Markt zu bringen, schon beieinander hier auf der Stufe Nest. Jetzt ist der Migros zum Beispiel ist ja eine Firma, die sehr viel Wert leitet auf ein gutes Image, auf ein ökologisches Image. Die Frage ist, wie das bei anderen Unternehmungen aussieht oder auch bei der öffentlichen Hand. Sie zum Beispiel bauen ja Schwimmbäder. Also können Sie sich vorstellen, dass da auch von Seite der Besteller so ein Wunsch oder ein Druck kommt, dass man eben sparsamere Lösungen findet? Das wäre sehr schön. Und wir hatten gerade gestern ja... Es wäre schön, aber es ist nicht so. Nein, wir hatten gerade gestern diese Diskussion über diese Bildungsoffensive. Und wir sprechen die ganze Zeit, dass wir unsere Fachleute ausbilden müssen. Unsere Ingenieure müssen sich weiterbilden, dass sie gute, interessante, spannende Lösungen kreieren können. Aber es ist genau gleich wichtig, dass wir unsere Bauherren, Hausbesitzer weiterbilden, dass sie nach solchen Lösungen verlangen, dass ihnen überhaupt jemand zeigt, was überhaupt möglich ist. Und wenn das nachher aufeinander passt, dann machen wir einen Schritt vorwärts. Aber wie macht man das? Genau in diese Veranstaltungen zu gehen. Zu zeigen, was man kann, gute Beispiele aufzuzeigen, was heute schon läuft. Manchmal aber auch den Kopf anschlagen. Wir waren da in dieser Monte Rosa Hütte ja sehr stark involviert. Das war auch ein Labor. Und da hat man auch gezeigt, was manchmal vielleicht zuerst nicht so läuft, aber zum Laufen bringen kann. Und dann lernt man das, aber sensibilisiert auch. Projekte kommunizieren, das bringt viel. Frau Groß, Sie sind eben, ich habe es gesagt, vor allem in der Sanierung tätig. Jetzt, was ist, wenn Sie mit den Kunden Kontakt haben, was sind da die Wünsche? Möchten die einfach die brauchen einfach eine neue Heizung oder eine, die sich vielleicht die etwas wirtschaftlicher ist? Oder wie spüren Sie da zum Teil auch, Sie sind ja auch Energieberaterin, das habe ich noch vergessen zu sagen, spüren Sie da ein Bewusstsein bei Ihren Kunden, dass man eben vielleicht sparsamere, effizientere Technologien einsetzt? Ja, also leider ist heute die Aussage immer noch, ja, erneuerbare Energie ist zu teuer. Da sind dann wir als Unternehmer gefragt, vielleicht aufzuzeigen, welche Möglichkeit haben Sie, auch in Bezug auf Energiesparen, was machen die Mehrkosten aus, wenn wir über 20, 30 Jahre Energie sparen können. Aber ich denke, die Gesellschaft, in erster Linie sieht sie den Preis und das ökologische Denken ist noch etwas im Hintergrund. Und Herr Gadosch, kann da Ihre Seite, die Branche etwas machen? Also wenn jemand zu Ihnen kommt und ein Haus bauen möchte, wie stark versuchen Sie den zu beeinflussen, dass er eben auch diese ganze Energiefrage mit einbezieht und nicht einfach etwas Schönes und möglichst Zahlbares haben möchte? Also ich sehe das ganz klar als unsere Aufgabe. Wir müssen aufklären, wir müssen informieren, wir müssen aufzeigen, was kriegt er für sein Geld. Und das ist ein, glaube ich, der direkteste Response, wenn ich aufzeigen kann, dass das hinten rechts wirksam wird, auf die Länge, wenn das Gebäude in Betrieb ist. Das zahlt sich echt aus. Und wenn wir diese Beratung nicht machen, dann haben wir unsere Aufgabe nicht erfüllt. Reicht denn das? Also eure Verantwortung, euer Engagement? Oder braucht es noch mehr? Braucht es vielleicht politischen Druck? Es gibt ja, man bekommt Unterstützung für zum Beispiel Gebäudesanierung, kriegt man Geld. Braucht es dann noch mehr Lösungen oder mehr Druck von der Politik zum Beispiel? Ich glaube überhaupt nicht, dass es einen gesetzlichen Druck braucht. Ich glaube, man muss den Spieltrieb der Menschen wecken. Also Energiesparen macht echt Spaß, wenn ich dem Nachbarn zeigen kann, dass ich heute schon so und so viel gespart habe. Auf sehr einfache Wege, ein Display beim Eingang, das zeigt, heute hast du ein bisschen gesündigt. Dass man eben nicht mit dem Zeigfinger oder mit dem Mahnfinger drauf losgeht, sondern dass man den Ehrgeiz weckt der Leute mit spielerischen Methoden, mit spielerischen Mitteln. Und die ganze Gebäudetechnik, so wie sie sich heute präsentiert,
die hat einen sehr starken auch sinnlichen Aspekt, also dass man relativ schnell und eindeutig nachweisen kann, dass man gut unterwegs ist. Und ich denke jetzt, diese Wellnessgeschichte, jedes Vier-Stern-Hotel in der Schweiz hat Probleme, wirtschaftliche Probleme. Und wenn man da so vorgeht, die müssen Wellnessanlagen anbieten, sonst verlieren sie Sterne. Da ist ein riesiges Potenzial für eine Industrie, die am Darben ist. Aber rein energietechnisch wäre es am gescheitesten, man würde gar keine Wellnessanlagen bauen. Ja, aber dann verliert man Sterne und verliert Gäste. Das ist ein Teufelskreis. Genau. Herr Richner, Sie haben ja vorhin auch ein bisschen dieses Thema erwähnt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, eigentlich geht es auch darum, dass die Leute genauso komfortabel leben können, wie sie das bis heute gemacht haben. Die Technik, die richtet es dann, die findet die Lösungen. Man braucht im Wellnessbereich weniger Wasser, weniger fossile Brennstoffe und so weiter. Geht das wirklich so einfach oder braucht es nicht doch so ein bisschen eine Verhaltensänderung auch der Menschen oder ein verändertes Anspruchsdenken? Sie haben ja gesagt, das funktioniert nicht. Aber reicht das? Was reicht die Technologie? Ich denke mal so, wir haben technologisch ein enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft ist. Sehen Sie, wir nehmen Erdgas oder Erdöl, produzieren eine 1400 Grad heiße Flamme. Und mit dieser 1400 Grad heißen Flamme produzieren wir lauwarmes Wasser. Das ist ein thermodynamischer Schwachsinn. Also dümmer geht's nicht mehr. Oder? Das tut man einfach nicht. Man soll diese hochkonzentrierte Energie, wenn schon, in der Mobilität benutzen, weil dort ist es viel schwieriger, eine alternative Lösung zu finden. Also brauchen wir doch mal zuerst dieses technologische Potenzial, kombinieren wir das mit Mehrwert, mit mehr Komfort. Wenn Sie ein besser isoliertes Gebäude haben, dann ist im Winter die Außentemperatur Ihrer Wand ist höher. Das heißt, innen, wenn Sie sitzen, haben Sie nicht dieses Kältegefühl, weil Sie keine kalte Luft haben, die runtergeht, dann fühlen Sie sich wohler. Wir müssen einfach akzeptieren, wir sind in der Schweiz, Gott sei Lob und Dank, eine sehr, sehr reiche Gesellschaft. Und wir können uns Dinge leisten. Und wir wollen uns Dinge leisten. Aber wir sollen das auf eine energieeffiziente Art und Weise machen. Oder? Das, was Sie sagen, ist, das geht in diese Richtung suffizient, würde nicht auch weniger reichen. Da sage ich einfach, das ist sicher nicht eine technologische Frage, da werden ganz andere Leute gefragt. Und ich sehe. Wer denn? Politik. Das sind Gesellschaftswissenschaften, Politik, soziale Aspekte, wie viel Quadratmeter Wohnfläche brauche ich jetzt wirklich? Das sind sehr diffizile Fragen und ich sehe nicht, dass die Lösungen, die dort heute propagiert werden, auch nur im Entferntesten mehrheitsfähig sind. Wir können aber bei den Gebäuden sagen, wir können mehr Komfort, mehr Funktionalität mit Bruchteilen von Energiebedarf liefern. Und tun wir doch das mal. Herr Sulzer, ist ein bisschen skeptisch. Ihre Reaktion auf jeden Fall war skeptisch. Die Aussage von Peter Richner ist schon so, dass es kurzfristig wahrscheinlich keinen relevanten Beitrag leisten kann, eine soziale, eben dieses Suffizienzthema, dass man das schnell reinkriegt. Dass Leute ein bisschen weniger Ansprüche haben, genügsamer. Ich denke, es ist ein kultureller Wandel, der stattfindet. Und das geht über Generationen. Es ist nicht eine Revolution, die abrupt kommt und etwas ändert. Aber dieser kulturelle Wandel, der findet schon statt. Also mit der ganzen Sharing Economy, wo wir haben. Also meine Tochter 16, was die schon auf dem Internet alles teilt und weiß ich, was da macht. Da kommt eine neue Generation, wo auch das Thema Suffizienz wahrscheinlich anders aufnimmt als unsere Generation. Aber, da bin ich gleicher Meinung wie Peter Richner, das wird nicht genügen. Das muss man sicher beobachten, wie sich das entwickelt. Das kann man vielleicht auch ganz langsam beeinflussen über dieses Generationenprojekt. Wichtig ist aber auch, dass wir die Technologie dort einen größeren Beitrag leisten können, der kurzfristig auch etwas bringt zu den Themen CO2-Ausstoß und mehr erneuerbare Energie. Aber ich verstehe Sie richtig, Sie glauben, nur technisch lösen kann man das Problem nicht. Doch, technisch kann man es lösen, aber es genügt nicht. Ja. Es braucht auch eine Akzeptanz. Frau Grohr, ich habe es gesagt, Sie sind Energieberaterin. Wie ist denn so die Bereitschaft von den Leuten? Also
Es gibt viele Leute, die sagen, ja, man müsste halt sparen. Aber wenn Sie mit den Leuten sprechen, was machen Sie da für Erfahrungen? Ja, oftmals kommt das Aha-Erlebnis. Also die Leute bemühen sich zu informieren. Mit dem heutigen Internet und all den Medien kein Problem. Aber die Medien, das hat auch gewisse Schwierigkeiten. Es fließen sehr viele Fehlinformationen. Und da ist wirklich dann gut, wenn der Fachmann kommt, man kann beraten und vielleicht nicht an den eigenen Umsatz denkt, sondern vielleicht einmal sagt, ja, sanieren Sie zuerst die Gebäudehülle, dann isolieren Sie noch den Estrich und dann rufen Sie uns an für eine neue Heizung. Sie haben über mehrere Jahre investiert, aber Sie haben gut investiert und können dann in 3-4 Jahren eine Heizung ersetzen, die auch den Ansprüchen genügt. Herr Sulzer hat es vorhin gesagt, von einem gesellschaftlichen Wandel gesprochen. Wir sprechen von der Energiestrategie 2015, vom Bewusstsein, dass man Energie sparen muss, dass effizienter gearbeitet werden muss. Das heißt wahrscheinlich auch, dass eure Berufe dass sich die verändert haben, dass ihr eine ganz neue Verantwortung habt. Herr Kadosch, ist das so? Also früher, ist vielleicht eine laienhafte Vorstellung, aber ein Architekt hat früher einfach ein möglichst schönes Haus bauen können. Heute geht es um ganz andere Dinge noch. Also man hat ja angefangen, Häuser zu bauen, um sich zu schützen vor den Unbilden der Natur. Das hat sich nicht geändert. Also heute ist einfach Energie ist ein zusätzliches Thema, das auch schon immer da war. Also wenn Sie die alten Bergdörfer in den Bergen anschauen, da musste man auch schon energieeffizient bauen, weil man einfach das Brennholz mühsam herankarren musste. Es war wichtig, dass man nicht zu viel Land verscherbelt, dass man für den Ackerbau braucht. Also Sie können alte Dörfer, alte Dorfstrukturen, aber auch alte Städte anschauen. Da ist ein hoher Effizienzgrad drin. Und wir müssen nicht so tun, als werden alle Themen jedes Jahr neu erfunden, sondern wir müssen adaptieren, neue Technologien geben, neue Möglichkeiten. Und das gibt auch neue Perspektiven, mit dem Thema Ressourcen umzugehen. Aber es wäre ein Trugschluss, wenn wir meinen, wir seien die erste Generation, die über solche Dinge nachdenkt. Jede Generation hat mit ihren Mitteln versucht, energieeffizient zu sein. Und zwar nicht, weil man das toll fand, sondern weil die Ressourcen knapp waren. Aber jetzt in der heutigen Zeit, wo das ein breites gesellschaftliches Thema ist, haben Sie nicht das Gefühl, die Verantwortung beispielsweise der Architekten ist in diese Richtung etwas größer geworden? Oder lastet das nicht auf Ihnen? In dem Fall? Nein, im Gegenteil. Also ich hoffe sehr, dass der Ingenieur und der Architekt sich gewohnt sind, große Herausforderungen anzunehmen. Und es gibt ja auch neue Spielmöglichkeiten. Es gibt neue, also wenn Sie diese Geschichten von Nest anschauen, da ist sehr viel Ästhetik auch dabei. Also die Produkte haben ja immer eine Form, eine Erscheinung. Und damit kann man neue Kreativitäten schöpfen. Aber das schränkt doch die Architekten zum Teil auch ein, wenn eine gewisse effiziente Technologie gebunden ist an eine bestimmte Form. Heißt das für Sie wieder, dass Sie sich einschränken müssen? Also mich schränken Gesetzesvorlagen sehr viel mehr ein, wenn wir an die Feuerpolizei denken, wenn wir an Arbeitssicherheit und so weiter denken. Also da sind solche Maßnahmen sind relativ harmlos. Da kann man unglaublich viel damit machen. Also sozusagen, es ist, die Herausforderungen sind eine Chance. So absolut. Das muss man, also wenn man heute bauen will, man hat große Herausforderungen zu bewältigen. Nicht nur der Architekt oder der Ingenieur, der Bauherr ebenfalls. Aber es sind immer auch Chancen drin. Also so wie wir heute, den Komfort, den wir heute haben, den hat niemand vor uns gehabt. Und natürlich sind wir bestrebt, diese Komfortstufen weitmöglich zu erhalten. Suffizienz ist dann eine andere Frage. Wenn ich 7 Autos habe, ich kann nicht alle gleichzeitig fahren, dann kommt schon irgendwann die Vernunft. Vielleicht reicht auch eines. Aber das ist ja genau das Interessante daran, was du ansprichst, Komfort. Und Wirtschaftlichkeit, was wir gehört haben. Wir haben es heute doch nicht verstanden, dass wir auch den Komfort in der Gebäudetechnik gar nicht wirtschaftlich betrachten müssen. Mhm. Wenn Sie oder wenn Ihr Kunde ein Einfamilienhaus macht, ist jetzt das wirtschaftlich? Es wäre viel wirtschaftlicher, eine Wohnung zu nehmen, die stadtnah ist. Das wäre wirtschaftlich. Aber er will das Ding, weil es schön ist. Oder nimmt sich einen BMW mit einem Wahnsinnsmotor drin, fragt immer, ob das wirtschaftlich ist. Und wieso können wir das nicht so weit bringen, dass auch
die Freude daran ist, eine Photovoltaikanlage auf das Haus zu tun. Wir jedes Mal müssen beantworten, ist das wirtschaftlich? Es geht, nein, es ist nicht wirtschaftlich. Aber es ist gut, es ist ein Lifestyle-Produkt für dein Gebäude. Schöne, ästhetische Photovoltaikanlagen, das wäre eine Herausforderung. Das, finde ich, ist eine der größten Herausforderungen an diesen Produkten. Wir haben das in 40 Jahren noch nicht geschafft. Die Zellen sind heute sehr effizient, aber sie sehen immer noch nicht wahnsinnig toll aus. Sie bauen nicht gerne damit? Oh, ich baue sehr gerne damit, aber man muss sich bewusst sein, dass man irgendein schwarzes Element irgendwo hat. Aber da kommt was von der EMPA. Da kommt was von der EMPA, das weiß ich. Frau Rohr, ich möchte Sie noch etwas fragen. Wenn Sie jetzt vielleicht mit Ihrem Onkel, Ihrem Vater, die das Geschäft vorhin geführt haben, Sie sind immer noch dabei, aber Sie haben es vorgeführt, wenn Sie Ihre Arbeit mit der Arbeit Ihrer Vorfahren vergleichen, haben Sie nicht das Gefühl, es hat sich etwas geändert? Ja, definitiv. Also sehr viel. Früher war man Unternehmer, man hat seine Arbeit verrichtet und heute ist man für den Kunden da. Die Kundennähe, die ist viel größer geworden. Der ganze bürokratische Aufwand in einer Unternehmung ist gewachsen durch Normen, durch Gesetze. Genau, das ist das, was wir von allen Gewerbetreibenden hören. Gejammer wäre jetzt böse. Aber jetzt in Ihrer Branche, Sie profitieren doch auch von dieser Diskussion um Energiesparen. Das kommt Ihrer Branche der Gebäudetechnik doch eigentlich zugute. Also ich sehe da ein Riesenpotenzial. Aber da sind auch wir Unternehmer gefragt. Wir müssen das annehmen und wir müssen unsere Leute schulen, damit sie das beim Endkunden wirklich auch umsetzen können. Wir haben es vorhin schon besprochen, man hört immer von den Nachwuchsproblemen in Ihrer Branche. Da liegt vielleicht auch ein Weg drin, dass es eben nicht einfach nur ein handwerklicher Job ist, wo man dreckig wird, sondern dass der vielleicht heute neue Facetten hat. Ist das ein Ansatzpunkt, um neue Nachwuchskräfte zu finden? Das ist absolut ein Ansatzpunkt. Die meisten Jugendlichen, die in der Berufswahl stehen, die verkennen, was wir als Gebäudetechniker für eine Verantwortung haben. Wir liefern das Lebensmittel Nummer eins. Wasser, genau. Oftmals verbindet man das Wasser in Form von Heizung oder von Schmutzwasser. Aber dass wir damit duschen, das will jeder. Dass wir das trinken und eines von wenigen Ländern sind, die den Hahn öffnen können und das Wasser trinken können, das wird oftmals nicht erkannt. Was glauben Sie, schaffen Sie es in den nächsten Jahren, eben wieder mehr junge Leute in diesen Beruf zu bringen? Absolut, weil unsere Branche ist sehr bestrebt daran, Leute zu finden. Wir sind bereits in einer Revision der Bildungsverordnung, und wo bereits in der Grundbildung die erneuerbaren Energien geschult werden sollen und dann in den weiterbildenden Ausbildungen alles vertieft werden kann und so wir für die Zukunft gewappnet sind. Wir feiern oder denken heute an ein Jahr Aufhebung des Euro-Mindestkurses, starke Franken. Herr Sulzer, Sie haben auch eine Unternehmung in Schaffhausen, grenznah. Jetzt mit diesen Innovationen und so weiter, ist das die Chance, um diesem Druck standzuhalten oder haben Sie da einen Vorteil gegenüber anderen Branchen? Ich denke, das Umfeld ist sicher herausfordernd für alle Unternehmungen, nicht nur von der Gebäudetechnik mit dem Euro-Wechselkurs. Aber das Antriebskraft einer Unternehmung muss ja immer sein, nicht die bestehenden Sachen, die man hat, wahren, sondern sich weiterentwickeln, einen Vorsprung rauszuholen. Und das ist die beste Sicherheit für das Fortbestehen. Jetzt ist es so, dass wir ein bisschen da in Rückhalt gekommen sind mit diesem Wechselkurs, soll uns aber erst recht anspornen, dass wir halt aus der Komfortzone rauskommen und das annehmen und neue Wege suchen. Das versuchen wir, dass wir natürlich unser Material, das wir einkaufen, mit unseren Lieferanten besprechen, dass wir das natürlich auch zu diesen Konditionen haben müssen, damit wir konkurrenzfähig sind in der Schweiz. Das findet statt. Aber es ist natürlich ein stetiger Prozess, das der Unternehmer leisten muss. Aber die Diskussion um Energie sparen,
einem Unternehmen in der Gebäudetechnik, das eben auch auf innovative Lösungen setzt. Ist das ein Vorteil? Also kann man, gibt das ein bisschen Schub sozusagen? Das ist wieder eine gute Rahmenbedingung. Jetzt haben wir gerade das vorher, der Wechselkurs ist eher die schlechte Rahmenbedingung, ja, genau, die wir haben. Hingegen müssen wir ganz klar sagen, in der Gebäudetechnik, das ist eine gute Rahmenbedingung, was wir heute zurzeit haben oder seit den letzten 8 Jahren haben. Das Thema Energie ist politisch, wie auch gesellschaftlich, hat relativ einen hohen Stellenwert. Und das verleiht uns ein bisschen Wind unter den Flügel. Und da sind wir auch sehr glücklich darüber. Wir waren bei den Visionen, wir waren bei den Träumereien von den Kindern. Lassen Sie uns doch ein bisschen in die Zukunft schauen. Sie machen das ja beruflich. Trotzdem, eben, das sind ganz konkrete Anwendungen, die Sie ausprobieren. Aber schauen wir doch ein bisschen weiter in die Zukunft, in 50 Jahren. Wie wohnen wir? Also ich werde dann nicht mehr wohnen. Aber ich auch nicht. Aber... Nein, unsere Nachkommen, genau. Ich glaube, wir werden sicher viel intelligentere Lösungen haben, um sorgfältiger mit unseren Ressourcen umzugehen. Und das wird nicht nur in der Schweiz sein, das muss global sein, weil sonst platzt das System. Oder mit den abzusehenden, mit diesem Bevölkerungswachstum, das global kommt, auch mit der Tendenz, dass es sehr viele oder die Mehrheit der Leute heute auf diesem Planeten noch nur einen Bruchteil der Energie konsumiert und auch einen ganz anderen Lebensstandard, und die versuchen das anzugleichen. Die haben dasselbe Recht, so gut zu leben wie wir. Und die werden das treiben. Wenn die das auf die gleiche dumme Art machen, wie wir es heute haben, dann explodiert es. Also ich glaube, das wird kommen, dass wir da viel intelligentere Lösungen haben, und ich glaube, der Treiber dazu wird sein, eine Kostenwahrheit, was die Energieträger anbelangt, weil das ist das Hauptproblem, das heute gute Lösungen verhindert, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern global. Sie können überall schauen, alle Energieträger sind hochgradig subventioniert, in unterschiedlichen Art und Weisen. Und das führt dazu, dass der Markt überhaupt nicht funktionieren kann, dass es vor allem für die Erneuerbaren sehr schwer ist. Genau. Ich glaube, das wird ändern, und wenn das kommt, dann werden wir eben mehr zu Gebäuden kommen, die sicher einen schönen Teil einfach passiv durch intelligentes Design regeln. Das sind die alten Städte, ja, die Stefan Kadosch angesprochen haben, die eben die Fenster auf der richtigen Seite haben, die dafür schauen, dass das belüftet wird, dass es nicht zu einer Überhitzung kommt im Sommer etc. Wir werden wieder mehr von dem sehen, denke ich. Ja, geben wir doch den Ball gerade weiter an Herrn Kadosch. Die Architekten sind die Visionäre in der Baubranche. Wohnen wir in 50 Jahren? Also 50 Jahre vorausblicken, das können nicht einmal die Zukunftsforscher. Man weiß genau, dass man sich mit Sicherheit täuscht. Aber wir überprüfen es nicht mehr dann. Aber wir müssen nicht so weit in die Zukunft gehen. Die Zukunftsforscher sind sich sehr einig, dass im Jahr 2025, also in 10 Jahren, wird jeder durchschnittliche Haushalt 500 Dinge haben im Haushalt, die miteinander verknüpft sind. Also das Internet der Dinge, die Verknüpfung aller Geräte und Maschinen, aber auch die einfache Kaffeedose, die verlinkt ist mit dem Budgetplan und so weiter. Wir werden sicher smart wohnen, das ist, glaube ich, keine Frage. Klingt gut. Aber es ist auch so, dass sich die Märkte teilen. Es wird, also diejenigen, die das alles nicht wollen, die werden immer mehr. Und ich bin überzeugt, wir werden so 20-30% Menschen haben, die wollen ganz bewusst auf all das verzichten. Die wollen ganz einfach wohnen, die wollen Häuser mit Wasser und Strom und fertig. Aber die große Masse wird sehr smart unterwegs sein. Es wird alles miteinander verlinkt sein. Viele Roboter werden uns unliebsame Arbeiten abnehmen, wo wir, glaube ich, alle froh sind. Was wir aber mit der gewonnenen Freizeit machen werden, das müssen wir noch herausfinden. Die Leute leben genau wie heute in einerseits Einfamilienhäusern, andere in Hochhäusern. Oder wird da ein Trend in eine Richtung gehen? Ich gehe davon aus, dass wir in der Schweiz über lang oder kurz uns keine Einfamilienhäuser mehr leisten können. Dass die Zeit wird ausgehen. Aus Platzgründen. Wir können den Boden nicht vermehren, und der ist heute schon ziemlich beansprucht. Aber das ist auch nicht nötig. Ich war sehr froh, dass sie ist leider nicht mehr da, die junge Dame. Sie hat gesagt, wir wohnen in Hochhäusern. Also die Jugend hat gemerkt, wir können diesen Traum vom Einfamilienhaus nicht in die Unendlichkeit treiben. Und ein gut gemachtes Hochhaus hat unglaubliche Qualitäten. Wir leben in Zukunft in Hochhäusern, Herr Sulzer. Was glauben Sie?
Also Verdichten nach innen ist sicher eine Herausforderung. Ich habe jetzt nur gerade vorher noch rumstudiert, wo man gesagt, dieses Digitalisieren, diese 500, wie viele Datenpunkte? 500 Dinge. In 10 Jahren. Das ist schon so. Wenn ich jetzt als Unternehmer wieder das anschaue, haben wir ja verschiedene Revolutionen, also Technologierevolutionen durchgemacht. Die letzte war ja, dass wir die Muskelkraft ersetzt haben durch Maschinen. Und jetzt sprechen wir von dieser vierten Revolution, wo wir ja nichts anderes machen, wie unser Wissen, unser Hirn immer mehr zu ersetzen über Daten, über weiß ich was. Und ich glaube auch, wenn wir, und jetzt komme ich da zurück auf dieses Verdichten, noch enger zusammenleben müssen, dass das einhergehen muss, auch mit dieser industriellen vierten Revolution, dass wir überhaupt in diesen Hochhäusern mit der Qualität leben können, brauchen wir diese smarten Dinge, dass das auch wieder eine Qualität gibt, wie wir früher mit dem eigenen Garten gewohnt haben. Eine andere, aber eine neue und hoffentlich noch bessere. Frau Glohr, wir werden sagen, die anderen Teilnehmer des Podiums, wir werden näher zusammenrücken. Was glauben Sie? Also ich bin derselben Meinung wie alle anderen auch hier auf der Bühne. Wir haben den Platz schlicht und weg einfach nicht mehr. Und ist das gut oder schlecht oder ist das gar keine Frage, ob gut, von gut oder schlecht? Ja, die Verdichtung ist ja eigentlich nicht schlecht. So können wir das Land wirklich noch bewirtschaften und gebrauchen. Aber der Traum vom Einfamilienhaus, den immer noch ganz viele haben und viele haben ihn sich auch schon verwirklicht, der wird aussterben. Bin ich auch der Meinung, weil wir uns die Zeit auch nicht mehr nehmen, an einem Samstagnachmittag im Garten das Unkraut zu zupfen. Oder weil ja, wir haben die Zeit oder wir nehmen uns die Zeit nicht mehr. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch. Sie und auch Sie im Saal sind jetzt noch eingeladen an einen Apero bei den Gebäudetechnikern. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.